Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Da wir jetzt halt in der nächsten Phase sind oder in der nächsten Weltraumstufe, habe ich schon mal, ich habe noch Festplatten drüber gehabt, habe ich schon mal eine Festplatte reingeschmissen. Was ja durchaus vielleicht von Vorteil sein könnte mit so einer Festplatte. Ne? So, was haben wir hier jetzt? ja, ich habe 10 Uhr, ne? Kann das sein? Das Zink wandert auf jeden Fall nach oben. Wartet mal. Ja, von hier kommen die 120, genau. Ja. Aber was ist denn damit? Da waren dann gerade nur 40 rein. Wo ist denn das hier? Crushed Stone. Und? Hä? Was ist denn das für eine Logik? Aber ich habe doch kein Kupfer mehr in der Nähe. Den verstehe ich nicht, warum die. Hoffe ich nicht. Kurios, kurios, kurios. Aber gut. Eine Sache natürlich noch, wo ich auch unbedingt mal ran muss, wenn ich die Zeit dafür habe, ist unter anderem hier, ey, guckt euch diese Stromschwankung an. Das müssen wir auf jeden Fall, Anführungszeichen, glätten. Ja, weil noch produziert halt nicht alles so hundertprozentig, weil ich halt nicht überall diese Shredder-Container stehen habe. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen müssen wir gucken, dass wir die Dinger überall hinstellen. Sonst haben wir da nämlich ein Problem. Ja, aber guck mal, hier haben wir das zum Beispiel nicht. Pass auf, ich mach mal das hier mal weg. Ja, ich mach mal den Aufzug auch hier wieder raus. Und dann baue ich hier auch nochmal kurz einen. Und zwangsläufig gesehen, ich kann es euch versichern, ihr werdet ohne diesen Shredder-Container in der Plus-Mod nicht weit kommen. Ich habe am Anfang auch gedacht, ja, wird schon werden, aber Pustekuchen. Wird es eben nicht. So, hier muss ich erstmal hier den mal einmal durchtauschen. Dann muss ich den wahrscheinlich hinten noch mal kurz einmal anschließen. So, gut, pass auf. Wir wollten jetzt aber trotzdem weitermachen mit Magnesium. Nein, nicht Magnesium, mit, wie heißt es denn? Messing. Genau. Messing, Messing, Messing. Damit wollten wir weitermachen. Da sehe ich aber nur ein klitzekleines Problem.
dass ich nicht genau weiß, wo und wie ich das hinbauen soll. Ach Mensch, ey, jetzt nochmal da hängen. So. So, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich ziehe das jetzt hin. Also, wenn wir jetzt mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal den hier. So, und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Molten Brass machen, brauchen wir 20 geschmolzenes Zink. So, und da geht es ja auch schon wieder los. So, ich brauche Kupfer und Zink, um Messing zu machen. So, ich brauche aber auch noch Zink. Und ich brauche auch nicht gerade wenig Zink. Ich muss ja auch noch die Dinge herstellen, ne? Also Kupfer ist hier echt ein bisschen Mangelware. Das muss man leider mal so sagen. Na, das heißt, Kupfer und Zink müssen wir jetzt erstmal einschmelzen. Das ist erstmal Punkt 1. So. Das heißt, einzige Kupfergrenze ist da hinten. Das heißt, ich muss dann nach hinten rüber gehen. Dann würde ich sagen, werden wir das auch tun, oder? Weil ich habe keinen Bock, das Kupfer jetzt erst hier rüber zu holen. Das machen wir dann da hinten. Dann gucken wir uns nochmal, ob wir da mal irgendwo Platz haben. Dass wir das Ganze mal angehen können. Und ich hoffe nur, dass ich die Kupfermine noch nicht in Beschlag genommen habe. Zwangsläufig müssen wir sowieso hier unten hin, weil wir brauchen nämlich auch die Kohle und die Kohle ist halt irgendwo da oben drauf. Ne? So, jetzt mache ich den, glaube ich, aber erstmal einfach. Ja, und das sieht eigentlich ganz gut aus, das können wir so lassen. Den auch nach hinten rein. So, modularen Miner würde ich sagen, bauen wir dann mal dahin. Und dann machen wir das folgendermaßen. Würde ich da einen Turm hinsetzen. Jo, das heißt, wir werden Logistik. Schaut mal, da ist doch schon die erste Festplatte fertig. Dann gucken wir doch mal da rein. Gegossene Kupferrohre, schweres Kupfer. Na, das klingt doch schon mal ganz gut, ne? Mal schweres Kupfer. Dann hauen wir direkt die nächste Festplatte rein. Direkt gleich wieder die ganzen Festplatten freischalten. Ich habe vor allem hier noch ein paar zusammen. Ich habe natürlich aber schon ein paar Runden gedreht. Aber ich könnte eigentlich noch mehr Runden drehen, tatsächlich. Aber das würde ich jetzt offscreen machen. Das mache ich nicht onscreen. Dahin habe ich eine Kiste verloren. Genau. So, und wie machen wir das jetzt? Also hier kommt, wenn ich auf jeden Fall erstmal brauche ich erstmal mobil im Bohrkopf. Och, da ist Produktion. So. Da. Also lass mal an, das ist was an dem Miner nicht. Also die müsste vielleicht mal so ein bisschen überarbeiten, ja. Aber ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn ich den drehe, ob das dann besser ist. Oh, sorry, das habe ich gerade jetzt erst gesehen. Ob das dann besser ist, ob der dann nicht so da drin hängt. Ja,
da so ein bisschen, aber ich denke, so kann man es lassen. Dann lassen wir das so. Pass auf, dann werde ich einfach hier ein Ding hin machen. Den Turm. Hier vorne machen wir den Schaumteile mit da rein. Stellen wir auf 120 ein. So, jetzt aber die Frage, wo produziere ich denn Scheiß? Also ich würde dann jetzt erstmal nach hier oben hingehen. Erstmal Material für Dingens. Eisenplatten. Ich hole das mal eben schnell, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Material geholt. Gut, zum Schlückchen Kaffee. Das würde ich sagen, ziehen wir auch hier rüber und dann machen wir hier einfach nur einen Hochgang, oder? Ich glaube, die beste Variante, ne? Ja. Also ziehen das jetzt erstmal hier rüber. Und das muss ja sowieso erstmal bis Minimum. Erstmal tippen würde ich bis da. Dann gucken wir mal hier weiter. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. So, passt auf. Jetzt machen wir Folgendes. Genau, das machen wir jetzt erstmal alles hier. Wird erstmal komplett dicht gemacht, ne? So, und das hier ziehen wir hier rüber. So, ich denke, die Höhe sollte eigentlich ganz gut sein. Ja, kommt her hier. Deswegen muss ich mir kurz immer nach oben. Mal eben einmal das Nest da wegmachen. Na, guck mal, da ist schon die nächste Festplatte fertig. Ach, das läuft ja wieder wie ein Schnürchen her. So, was haben wir hier? Crosslack, gegossene Kupfer. Ach, guck mal hier, schlampiges Messing. Können wir das auch in der Gießerei herstellen? Ja, guck mal. Und gleich die nächste Festplatte rein. Oh, wir haben mal
2 Meter mehr hätten jetzt nicht geschadet, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. 2 Meter mehr hätten tatsächlich nicht geschadet, ne? Vor allem gerade auch, weil es da nicht so passend ist. Na egal. Wir lassen es jetzt erstmal so, wir können es dann immer noch höher gehen. Genau, ich mache erstmal hier den ganzen Kladderadatsch hier weg, was hier so ein bisschen nervt. So, dann haben wir ja gesagt, wollen wir jetzt erstmal das Kupfer einschmelzen, ne? Das heißt, damit geht's los. So, da würde ich einfach mal vorschlagen, dass ich einfach mal schaue, dass wir, das funktioniert von hier aus, die 8. Zack, zack. So, sieht ganz ordentlich aus. Genau, da würde ich immer gucken, dass wir hier vielleicht hochkommen. Lasse ich mir hier 2 frei. Gehe ich 2 hier rüber und mache jetzt einfach mal hier. Versuche ich mal den Startpunkt zu setzen. Genau, jetzt brauchen wir erstmal das hier, ne? Geschmolzenes Kupfer. Ne, wir müssen das erstmal crushen, wenn wir crushed Copper haben. Warte, crushed, 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 das ist durch den Sorter, ne? Crushed Copper, ja. Genau. Aber da würde ich tatsächlich das hier nehmen, dass ich auch Zink rauskriege. Genau, weil dann bauen wir das aber in die andere Richtung auf, glaube ich. Und das ist nach dahin, glaube ich, dann ein bisschen besser. So, dann bauen wir das quasi in die Richtung. Das heißt, wir bauen dann jetzt erstmal standardmäßig 6, weil wie gesagt, ich brauche das Zink so oder so noch. Komme ich ja nicht drum rum. Genau, jetzt machen wir nämlich erstmal Produktion. Crusher. Wollte das Ding auch richtig setzen. So, was haben wir jetzt gesagt? Crushed Saphirite, ne? Nee. Doch. So, dafür brauchen wir sowieso 2 Stück. War echt zu bräsig hier, ne? So, dann brauchen wir daraus den Sorter. Genau, dann kriegen wir nämlich nochmal 60 Zink. So, Wasser braucht der nicht, ne? Nein. Gut. So, und das heißt aber, wir haben jetzt wieder hier, was mir so gar nicht gefällt, sind ja wieder hier die, das Gestein, ne? Ich meine, das werden wir wahrscheinlich später irgendwann nochmal irgendwo in Massen nochmal brauchen. Aber momentan nicht. Momentan ist es so, dass es eigentlich mehr nervt. Ja,
aber guck mal so. Ich kann den noch richtig gut da drauf setzen, oder? Das stört der doch nicht. Können wir den noch da hinsetzen? So. Genau, aber wie fusioniere ich das jetzt? Weil ich muss einen Fusionator noch hier hinbauen. Ohne Fusionator geht hier mal gar nichts. Also ich könnte natürlich sagen, ich mache jetzt hier mit der 5. Das Ganze so. Ah, das sieht schon besser aus. Genau, jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt den hier nehme und ich nehme mir dann einen Lift, lege ich den direkt davor. Ja, schon mal perfekt. Dann kann der nicht erstmal da reinwandern. Ja, das war erstmal nur so lange daran, bis ich dafür eine neue Bestimmung gefunden habe, ne? Aber so ist ja nicht ganz gut. Okay, so, dann haben wir jetzt einmal hier haben wir noch mal das Crushed Dingsbums Zeug. Das heißt, das muss auch noch weg. Kann ich das denn noch positionieren? Das habe ich auch noch nicht ganz vergessen. Das könnten wir vielleicht. Das wird sogar passen. Ich darf hier hochgehen. Jetzt wird's weird, Alter. Das ist sogar gerade, ich werde verrückt. Ich drehe durch. Geil. Das bleibt so. So ist es erstmal aus dem Weg. So, hier kommt jetzt 90 Kupfer raus. Und das Kupfer müssen wir jetzt erstmal einschmelzen, ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal den Furnace. Die Frage ist, wo brauche ich den jetzt hin? Und jetzt erstmal hier hin. So. Mach den erstmal, ja, wo würde ich sagen. So, geschmolzenes Kupfer. So, er braucht 60 Crushed Copper. Das heißt, wir könnten sogar zwei davon bauen. Hier einen hinbauen. Jetzt haben wir kein Turbo dran mehr. Aber erstmal ist eine Festplatte fertig.
leitfähiges Eisen. Hau rein. Genau, weil wenn wir dann den auf 45 runterpacken, also auf, also nicht 20, 22,5, ja, 22,5 sind sie, haben wir Katerium dabei, weiß ein bisschen Turbodraht, ja, können wir eben schnell machen. Sekunde. Crushed Ammonium machen wir mal eben fix. Brauchen wir denn überhaupt dafür? Für den Furnace. Wo ist er denn? Ah. Ach, 30 Turbodraht nur. So, dann bauen wir hier noch einen hin. Ich hoffe, das geht alles auf, was ich mir so ausdenke. 22,5. Das heißt, wir werden hier einen Splitter hinbauen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 45 geschmolzenes Kupfer. Ist schon mal ganz praktisch. So. Jetzt machen wir dasselbe hier drüber. So, ne? Hätte ich vielleicht gleich mehr bauen sollen. Ich trottel. Aber egal. Gut. Nochmal ein bisschen. Lass mal ruhig stehen. Kommt schon noch was dazu. So, jetzt haben wir das Zink noch immer, ne? Molten Zink. 60 Crushed Zink. Wie viel kommt hier raus? 60 Crushed Zink. Ach, als wenn es geplant wäre. Schon mal besser aus. Genau, also Zink, Zink, das passt alles, das geht alles hier rein, da geht das Kupfer rein, das sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt die Frage, ich meine im Kopf zu haben, dass hier die Schlacke rauskommt, ne? Oder? Glaube ich zumindest bei einem YouTuber im Video gesehen. Oder kommt da die Schlacke raus? Aber wir müssen es eigentlich mal anschmeißen, ne? Das zu brauchen dafür natürlich erstmal Strom, ne? Und muss natürlich erstmal die Zuleitung machen. Das können wir das alles gar nicht machen hier. Das heißt, wir müssen das jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Vor allem, weil ich auch so experimentierfreudig bin. Hahaha. So, einmal und zweimal. Nehmen wir mal kurz eine Leiter. Habe ich immer noch nicht freigeschaltet? Ernsthaft jetzt?
Nee, warte mal, wo hab ich die denn? Bistumweise auch nicht. Architektur ist es, glaube ich, ne? Genau, Fabrikleiter. Ähnlich, ja, dass ich die nicht freigeschaltet habe. Nehmen wir aber trotzdem die Counter mit seiner Kurve. Ja. Hier wollten wir sowieso rübergehen, ne? Das heißt, wir machen das hier. Der Nachteil ist natürlich, wenn der jetzt hier nicht allzu viel oben drauf bauen, ne? Es wird ein bisschen eng wegen den Dingen hier im Weg. Aber das könnten wir vielleicht einfach einbauen oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. Aber erstmal können wir es machen. Bis zu dem Teil ist es völlig okay. Habe ich gerade gesehen, dass das ein bisschen odios aussah. Genau, so, jetzt machen wir einmal kurz den Splitter davor. Hier machen wir auch nochmal einen Splitter. So, die stellen wir beide mal eben einmal auf 60 ein. So. So, hier kommt auch nur 60 an. Und hier kommt aber 120 an, ne? Eigentlich könnten wir den ja auch anders bauen. Ein Splitter. So, sieht erstmal ganz gut aus. Machen wir denselben Spaß noch einmal hier unten. So, jetzt müssen wir noch Strom verlegen, ne? Ziehen wir den jetzt erstmal hier rüber. Das ist ja jetzt sowieso, müssen wir jetzt erstmal gucken. Da steckt man nämlich schon drin. Aber ist jetzt scheiß drauf. Viel tiefer hätte ich aber auch gar nicht gehen können. Also von daher ist das alles völlig legitim, finde ich. So, wir müssen aber auch hier noch weiter rüber. Da müssen wir auch noch fahren. So. Gut, das steht alles. Jetzt brauchen wir wieder Strom noch. Ne? Das heißt, so, die stehen schon mal.
Na, dann könnten wir eigentlich den hier vielleicht auch irgendwo da hinsetzen. Vielleicht da auf die Mitte. So, dann lass uns den da rausziehen. Und jetzt brauchen die ihre Stromanschlüsse da. Gut, pass auf, dann machen wir das hier so, dass wir die das sieht gut aus. Sehr gut. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich aus. So, jetzt müssen wir das noch mit dem verbinden. Genau, und den ziehen wir hier hin, den ziehen wir dahin, den machen wir noch da dran, den machen wir noch da dran, dann holen wir den einfach mal dahin, den holen wir dahin, da brauche ich einen Bohrkopf noch. Gut, jetzt am Anfang kommt natürlich erstmal nur 60 raus, weil der jetzt erstmal hier volllaufen muss, ne? Genau, aber in erster Linie geht es ja erstmal nur darum zu wissen, wo wandert die Schlacke hin. Weil die muss ich nämlich irgendwie auch zusammenführen. Ne? Deswegen muss ich erstmal wissen, wo hier wie was rauskommt. Deswegen würde ich einmal ganz gerne kurz gucken, dass wir einmal hier, einmal hier. Ah ne, ah, guck mal, das sind Eingänge. Okay, von der Seite kann schon mal nichts reinkommen. Alles klar, das ist schon mal perfekt. Mache ich die trotzdem hier nach vorne. Genau, dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze. Boah, jetzt hänge ich ja noch fest, aber was funktioniert hier. So, auf jeden Fall. Also hier kommt Leiter hier. Kann ich da gucken hier. So, da kommt auf jeden Fall schon mal das erste Zeug, das ist schon mal ganz gut. Das wandert dann jetzt schon mal hier runter. Was ist da los? Crush Saphirite, Entschuldigung. So, Kupfer. Da kommt Zink raus. Das scheint schon mal zu funktionieren. Das scheint auch zu funktionieren. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir gucken, wo hier was ist. Ne, rechts ist Schlacke. Da ist Zink. Ja, auch so. Also rechts kommt die Schlacke raus. Okay. Gut, dann werden wir damit erstmal anfangen, dass wir die Schlacke jetzt erstmal anfangen zu sammeln. Das heißt, gucken wir aber erstmal in die Festplatten rein. Nehmen wir mal leitfähiges, guck mal. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne, wie gesagt, erstmal die Schlacke nochmal ganz kurz sammeln.
Und dabei ist natürlich die Frage, wie stellen wir das Ganze jetzt an? Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich da erstmal hochgehe, wobei das glaube ich nicht funktionieren dürfte. Oh doch, das funktioniert sogar. Das ist ja perfekt. Genau, dasselbe mache ich dann einmal da. Genau, das wird jetzt einmal komplett zusammengeführt. So, wie viel Schlacke kommt denn insgesamt raus? 10, 7,5, 15, also das heißt, wir haben 25 Kubik Schlacke. So. Gut, jetzt würde ich versuchen, wollen, ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht. Einfach mal, ich weiß nicht, das wird glaube ich nicht klappen. Ne? Na, pass auf, ich mache mal da und da was. Das ist jetzt mal ein kleines Experiment. Nehmen wir erstmal hier die Pipeline dahin. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Pipeline-Kreuzung. Das funktioniert schon mal. Das ist schon mal perfekt. Gut, jetzt ist aber die Frage, wie machen wir... Was hier? Einzige, was mir einfallen würde, wäre so. Kannst du sie auch so machen, ne? Ja, eigentlich ist es ja auch völlig egal, aber dann können wir das Ding auch da einsetzen. Wie es halt vorher war. Ja, war ein bisschen dumm gerade. So, jetzt müssen wir aber trotzdem hier hinten. Kreuzung reinbauen. Genau. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Bin gleich wieder da. So, Pause vorbei, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir nämlich, hab schon mal die Farbe rausgesucht. Aber dafür würde ich glaube ich nicht. Warte mal ganz kurz. Testen wir nochmal. Also die Farbe, das ist hier quasi die Schlackenfarbe und hier würde ich tatsächlich, glaube ich, ein Schwarz, ein Grau. Nein, nehmen wir mal ein richtig helles Weiß dazu, ne? Fertig. Genau, machen wir das mal so. Na, wie gesagt, das ist jetzt alles hier Schlacke. Alles direkt farblich gekennzeichnet hier. So. Genau, die Schlacke müssen wir natürlich jetzt erstmal irgendwo hin abführen. Jetzt klingt abführen, ne? Genau. Aber wohin, das weiß ich noch nicht so genau. Da müssen wir uns erstmal was überlegen. Vielleicht baue ich da erstmal, weil wir könnten. Wir haben ja insgesamt, was hatten wir jetzt gesagt? 15, 25, ne? Weil da könnten wir nämlich über den Fluid Conditioner. Geht das, glaube ich. Wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Warte, ich baue dann nochmal ganz kurz. Ich probiere das mal aus. Ich wollte ihn auch richtig rumbauen, Markus.
Wo ist er denn da? Also, gut, kann das schon diesmal bei euch noch richtig rum. So, jetzt bauen wir den mal hier rein. Und dann nehmen wir doch mal kurz ein bisschen Strom. Und testen das mal, weil da kriegen wir nämlich, glaube ich, noch ein bisschen was raus hier. Da, genau. Kriegen wir nämlich Cold Slack und Schwefel nämlich raus, tatsächlich. Und er kann bis zu 75 Kubik verarbeiten, also da können wir ordentlich reinballern. Ja, und dann kann man dann erstmal die Cold Slack erstmal einlagern. Und was man dann später daraus machen kann, muss man einfach mal gucken, ne? Genau, aber so können wir das machen. Und das wäre halt erstmal so der Plan. Aber ich finde, das Ganze steht erstmal soweit ganz grob. Das ist schon mal ganz gut. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass das Ding noch keinen Strom hat. Das hat aber jetzt Strom, jetzt funktioniert das Ganze auch lang. Gut, das heißt, nächste Folge kümmern wir uns darum, dass erstmal die Schlacke bekommt. Und dann werden wir die Produktion dann dementsprechend ein bisschen weiter aufbauen. Ich denke, so machen wir das. Gut, wir leben, würde ich sagen. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.